Willkommen zu unserem Video über 5 schöne Reiseziele in Feldkirch. Herzlich willkommen in Feldkirch, einer charmanten Stadt im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Die Stadt ist bekannt für ihre mittelalterliche Altstadt, die von imposanten Stadtmauern umgeben ist, sowie für ihre herrliche Lage am Fuße der Alpen. In diesem Video stellen wir Ihnen 5 Orte vor, die Sie in Feldkirch unbedingt besuchen sollten. 1. Schattenburg. Die Schattenburg ist eine imposante Burg aus dem 13. Jahrhundert, die hoch über der Altstadt von Feldkirch thront. Hier können Sie nicht nur einen spektakulären Blick über die Stadt und die umliegende Landschaft genießen, sondern auch eine Vielzahl von historischen Exponaten besichtigen, darunter Rüstungen, Waffen und Möbel aus vergangenen Jahrhunderten. 2. Feldkircher Altstadt. Die Altstadt von Feldkirch ist ein wunderschönes Beispiel für mittelalterliche Architektur und eine der am besten erhaltenen in Mitteleuropa. Hier können Sie durch enge Gassen schlendern, historische Gebäude und Plätze bewundern und in gemütlichen Cafés und Restaurants einkehren. Besonders sehenswert sind der Marktplatz mit dem alten Rathaus und der Dom St. Nikolaus. 3. Schattenberg Panorama Restaurant. Das Schattenberg Panorama Restaurant ist ein wahrer Geheimtipp für alle, die einen atemberaubenden Blick über Feldkirch und die umliegenden Berge genießen möchten. Das Restaurant liegt auf einem Berg oberhalb der Stadt und bietet neben kulinarischen Köstlichkeiten auch eine atemberaubende Aussicht auf die umliegende Landschaft. 4. Montikel. Der Montikel ist ein kleiner Berg am Stadtrand von Feldkirch, der für seine malerischen Wanderwege und herrlichen Aussichten bekannt ist. Hier können Sie eine gemütliche Wanderung unternehmen und die Schönheit der Vorarlberger Landschaft in vollen Zügen genießen. Auf dem Gipfel des Berges erwartet Sie ein wunderschönes Panorama auf die Stadt und die umliegenden Berge. 5. Wildpark Feldkirch. Der Wildpark Feldkirch ist ein besonderes Highlight für Tierliebhaber. Hier können Sie heimische Wildtiere wie Hirsche, Wildschweine und Steinböcke aus nächster Nähe beobachten. Der Wildpark bietet auch einen Abenteuerspielplatz für Kinder und ein gemütliches Restaurant, in dem Sie regionale Spezialitäten genießen können. Fazit: Feldkirch hat noch viele weitere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu bieten, von historischen Museen über malerische Landschaften bis hin zu kulinarischen Genüssen. Wir empfehlen Ihnen, mindestens einen Tag in Feldkirch zu verbringen, um die Stadt und ihre Umgebung in Ruhe zu erkunden. Wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt in Feldkirch. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.